Nein. Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Mega Man Battle Network 3 Blau. Paarungsedition. Paarungsedition, ja. Wir haben nämlich eine Mission. Da bist du jetzt, Darling. Ich hab mich schon so... Darling! Darling! Ich glaube, du verwechselst mich mit... Spiel einfach mit. Ich war diejenige, die dir die Anfrage gestellt hat. Darling, sei doch nicht so schüchtern. Was heißt schüchtern? Sei doch nicht so schüchtern, bloß weil wir vor Freunden stehen. Jeder hört zu. Du, das ist mein Freund Mega Man. Ich wette, das, du wünschst dir das auch, dass es so einfach wäre, hä? Oh ja. Also du bist also dieser Junge, von dem sie geredet hat. Na, hi! Hi. Erlaube mir, dir meine Freundin vorzustellen. Hier! Nett, dich kennenzulernen. Beeil dich und sag etwas. Nett euch kennenzulernen. Es ist so schön, dich mal kennenzulernen. Du bist eine Berühmtschaft, nicht wahr? Nicht wahr? Ich meine, du bist auch in der im TV und überall und alles Mögliche und was hast du nicht gesehen? Anspielung, Mega Man ist ja wirklich im Fernsehen mal gewesen. Ja, ach nee. Du meinst diese Show? Was war's nochmal? Ja, er ist ja noch kein Star. Er ist erst morgen in der Show. Du meinst den Alan Wong? Ja, die Comedy, ja, dieses Drama. Wir sagen mal N1. Echt? Ich dachte, du wärst aber in einer anderen Show beteiligt. Das ist keine Morgenshow, du Marone. Du Marone, du Idiot. Ich muss jetzt das Fach mit diesem... Mit dieser Virusbombe ändern. Mit diesem Virusbomben ändern. Da. Roll, bonk. Oh nein, schaut mal, ein Virus! Ja, wie auch meine Hände! Wenigstens heilt sie mich! Oh nein! 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 Dominiert! Dominiert! Vor allem gleich der Zweier. Ich würde. Finde ich geil! Ich würde nicht krank lachen, wenn er als Objekt zählt. Scheiße. Nee. Ich soll er als Objekt zählen? Hätte ja sein können. Nö. Okay, aber das sollte es auch schon gewesen sein. Mhm. Und tschüss, Mann. Was für ein Schock. Es ist nicht oft, dass Viren in einen Square kommen. Hast du irgendwas rollen gehört? Oh ja. Wolltest du nicht etwas fragen, mein Darling? Ich, ja, okay, na gut, ich hab gehört, du bist richtig reich, Mega Man. Ja, so 20 Zenny haben wir dabei und so. Hast du wirklich etwas davon? Oh ja, mir würde der Kopf platzen, wenn du eins von diesen Sachen hättest. Gute Idee, lassen wir den Mann fragen, selbst beantworten, ob er sowas hat. Ah ja, das. Selbst wenn du... Was? Even so you have one, you hardly have time to ride it. Obwohl du so eins hast, hast du Obwohl kaum noch du einen Zeit. Hast, wird es bestimmt hart sein, darauf zu reiten. Nein! Mein Gott, Programm! The Golden Programm! Das würde den Kürzel sein. Cyberpenis Battleship reinhauen! Ah, ich mach nochmal die Mega Man Attacke. Oh Mann, ey. Du hast deine eigene Cyber Metro. Okay. Wow, also hast du wirklich einen davon? Meine Phrasen, Alter. Voll unglaublich, lass mich auch mal... Aber natürlich. Nicht. Das ist auch nicht gut. Ich stecke in Schwierigkeiten. Reicht es euch, Leute?
weiß, er ist gerade erst hergekommen, aber mein Schatz hat noch Arbeit zu tun. Ist wirklich, wirklich schade. Vielleicht ein anderes Mal. Ist das nicht die Arbeit? Später? Klar. Mein Liebling zeigt es nicht, aber er ist in großer Eile. Beeil dich, Darling. Du willst doch nicht deine 100.000 Zenny... Was? Nein, nein, ich geh schon, ich geh schon. Nimm's mit und los. Mega, wir bekommen ein Chip Step Sword O. Oh. 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 Du kriegst schon wieder einen Chip, den du dir ercheatet hast. Nein, ich hab die... Doch! Moment! Oh. Nein! Moment! Ich hab Step Cross ercheatet. Als ob das jetzt besser machen würde. Step Cross kann ich mir sowieso später noch holen. Als ob es das besser machen würde. Ja. Nein. Schade. Ich weiß schon, warum du weniger oft gestorben bist in diesem Spiel. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ich habe ein ziemlich gutes Gedächtnis, mein Freund. Oh, scheiße. Oh, man. Außerdem hast du alles aufgenommen. Oh, doppelte Scheiße. Oh, yeah. Hast sozusagen eine Dokumentation geführt über deinen eigenen Untergang. Und so. Darf ich jetzt noch die Videos löschen? Nein, Quatsch. Nö. Du kannst machen, aber dann würdest du... Nein. Irren. Ah, hier, mit Spreader kann man ja auch einen Programmsprung ausführen. Spreader. Grass Stage. Snake. Ich wünschte, dass du das Grass Stage hättest. Salamander, Fontäne, Gaia Blade. Okay. Dann speichern wir ab. Und dann hole ich mir noch den vorerst letzten Auftrag wieder. Ne? Worum geht's denn da? Ich habe keine Ahnung. Oh. Werden wir ja gleich sehen. Skylab. Ich hatte gedacht, das ist ein ganz gutes Gedächtnis. Ich habe ein ganz gutes Gedächtnis, aber das habe ich ja nicht nachgeguckt. Ja, eben. So, wirst du ausliefern? Nein. Vorleser, bitte. Oh, mein Rücken! Lass mal raten, Higgsby? Ich muss diesen Chip hier verladen, aber ich werde... sterben. Ich werde zu alt für sowas. Könnte irgendjemand so nett sein und das für mich ausliefern? Nein. Ich werde auf unterhalb des Slope Street vor dem Inn. Sehr genaue Angabe übrigens. Natürlich. Okay. Also vor dem Inn, die Gaststätte, also. Mann, Inn heißt Herberge, verdammte Hacke! Ich kann's mir nie merken! Aber von hinten durch die Brust, durch die... Was ist? Von hinten durch die Brust ins Auge. Genau. Mhm. Warte mal, bist du ein Dealer? Ja. Nein. Ah, du hast nur einen Trap, ich brauch einen Lock. Nö. So, du? Scheiße gelaufen, hä? Nee, nicht du. Dann du. Ja. Oh, mein Rücken! Hier, Son! Kommst du da? Job, BBS! Ich brauch dich, um dieses Businessman im DNN zu auf die Fresse zu hauen. Time Bob N, Alter. Das ist ein sehr wichtiger Fall, weißt? Du sollst dich beeilen und ihn zu ihm bringen, Sunny. Ja, wohin? Sunny. Ja, zur TV-Station. Zur TV-Station. Okay, gut. Es gibt nur eine TV-Station. Es gibt zwei. Nein, Quatsch. In diesem Spiel hat man uns erst eine gezeigt, also Hals, Maul. Nee, es gibt doch bloß eine. Wir sind ja schon... Ach, wir sind schon. Ach, hör doch auf, so weit sind wir schon. Oh, so weit sind wir. So, ich kann's nicht einmal mit meinen Handabständen zeigen, wie weit wir eigentlich schon sind. Typ vor der TV-Station. Ja.
Lass mich raten. Der Junge. Nein, zum Glück. Das wäre ja super, wenn das der Businessman gewesen ist. Der so müsste wie ein Businessman aussehen. Da, der da. Achso, dieser Rainer Kalmund-Verschnitt, ja. Das sieht doch aus wie ein Businessman. Hadesinsel, DNN, hör doch nicht. Du? Ich glaub nicht. Krankenhaus, ne. Irgendein anderer, der irgendwie professionell aussieht. Arnold Schwarzenegger? Nee. Dude! Da, doch, der ist es. Nee, der verkauft irgendwas. Ja, ich hab... Möchtest kaufen? Es wird dein Navi-Customizer produzieren. Cool, nicht wahr? Du kannst es nicht von Elektrobia bekommen. Ich gebe es dir für 5600 Zenny. Merken. Und wie viel hast du? Weniger. Noob. Ah, ja, hier... Wer ist reich? Ich bin reich an Erfahrung. Okay, auch nicht. Du? Du musst nah sein, Brackschrück. Hier ist eine Nachricht. Irgendwas, lade das Programm und starte es. Dann drücke Select nach dem Error und gib dieses Passwort ein. Mal schauen, das war nach dem Error A3, der Code war Luch. Nee. Moment. Ich bin ja vorbereitet hier noch und nöcher Schulzeug. So, Moment, also. Ich sagen, er ist Experte für höchst langweilige Gesteinsformationen. Also A3 L O N. So ein komisches Zeichen. Irgend so eine Musiknote verkehrt rum. Das N ist übrigens auch nicht wirklich ganz ein M, aber mein Gott. Z, X, M, E. Ey. So. Gut. Und jetzt? So, Nayama ist nicht mehr da. Yohaisasa. Ja, hast du so, willkommen, frei, fühl dich frei. Ist auch was nicht. Ja, CS. Fühl dich frei. Du. Hast du eine Chip zu deliveren? Yay, gib ihn zu mir. Er ist bereits 5 Minuten im Nachschub-Chat. Beim Timebomb-Chip ist es ein bisschen... Ich bin beschäftigt, ich muss meinen Navi zu diesem Chip, zu diesem ACDC, zu diesem Was hat er uns gegeben? Power Attacks Pierce Guards. Ich glaube, er hat dir einen Code gegeben, dass wenn du einen Error produzierst, dass du den überspringen kannst, aber ich weiß nicht. Nein, das ist der Chip, Brack Charge. Das hat er uns gegeben. Kannst aber nicht einfügen, er ist orange. Ja, eben. Tja, dann hast du verkackt. Naja. Wieso habe ich es mir denn aufgeschrieben? Tja. Verkackt, ich weiß. Ich möchte nur mal anmerken, dass er ein Experte für höchst langweilige Gesteinsformationen ist. Ja, zu Recht. So, blablabla. Ja. Dann wäre das auch erledigt. Gehen wir nochmal zu Oma Lu. Ja, du brauchst nämlich eine Belohnung. Richtig. Den Restbetrag, um das Teil zu zahlen. Ha! Nein. Nein. Oh! My boy! Dinner! Du kriegst Invisible Sternchen 599. Ich weiß, das ist Business und ich hab keine Ahnung, aber du bist ein Scheißer und ich hab kein Darnum. Ja, immerhin besser, als wenn du gesagt hättest, ich habe kein BH an oder sowas. Habe ich auch nicht. Wieso sollte ich einen abhaben? Als du die Oma sprachst. Achso. Denn alte Omas gehören ja schon zur Gattung der Hängebusianer, ne? Mein Gott, das ist auch nicht mehr so schlimm.
Ist ja nicht so, als ob die jetzt joggen gehen würde, wo man dann alles sieht. Ah! Ah! Ich hab Bilder. Nein. Oh, er hat Bilder, meine Damen und Herren. Dex, komm her, ich muss dich verdrücken. Oh, du Lappen! Stimmt ja, die sind ja in der Hospiz. Hospiz? Also Krankenhaus. Genau. Da wollte ich doch gar nicht hin. Joker wollte ich nochmal. Da komme ich doch gerade her. Joker? Ja. Ich will mich da irgendwo einklinken, damit ich zum Laden gehen kann. Was ich dir gesagt habe. Ist der Laden im Square? Nein, aber in der Nähe. In der Nähe vom Square? Aber dann erstmal. Was? Er muss noch repariert werden. Naja, ich habe ja hier einen Code. In der Tat. Indeed. Heiße Quellen in Onsen. Jetzt sind es auch noch die heißen Thermen. Ich habe halt schon Umlautschrift geschrieben. Ach, ist das nicht schön. Was für heiße Thermen? Heiße Thermen. Ist das eine Begrüßungsformel oder was? Ich heiße Thermen. Ja. Ich heiße Thermen. Ich heiße dich gleich willkommen. Naja, ich heiße nicht nur Ronny Bernstein, sondern euch auch herzlich willkommen, ja. So, Tamakot. Er hat seinen echten Namen nun im Reality TV gezeigt. Jetzt kann RTL machen, was es möchte. Ja, genau. So, die Türen kriege ich noch nicht auf. Yes. Haha. Joker 1 bin ich. Da sind wir richtig. Ach Gottchen. Eis, Pinguin. Nee. Lauter Ds. Das war sehr gut von dir. Mann. Du weißt schon, dass du dem Pinguin keinen Schaden machen kannst, weil er so lange auf einer Eisfläche ist. Ich weiß. Nein, weißt du nicht, sonst hättest du nicht geschossen. Gut gestunt und dann drauf. Auf der Emma. Was mit Dr. Edgar? Nicht Dr. Edgar. Auf die Emme habe ich gesagt. Auf der Emme mit der Dämme. Was läufst du eigentlich wieder im Zickzack rum? Ja. Keine Ahnung hast, wo du hin bist. Ich übe. Ist der Gegner nämlich auf Zick, bin ich auf Zack. Das ist der Unterschied. Soll ich jetzt wieder den Raum verlassen? Nein. Du hast deine Nervennahrung. Stimmt. Und du hast einen Programmsprung. Ja. So, da haben wir schon. Dusch. Hey, wir haben den Chip, den wir früher mal gebraucht haben. Yay. Cool. Ja. So. Virus. Virus. Robin. Als erstes mache ich mal Gutsy Boy. What's man? This is God's. This is God's man. This is God's man. Du kriegst keine Nervennahrung mehr. Aber. Na gut, wenigstens haben wir das Geld fast zusammen. Fast gar nicht. Weil ich glaube, hier hinten war noch keiner für uns, alles klar. Dann müsste ich auch mal gucken, wo die Spüllappen alle hin sind. Die Spüllappen. Wie war denn das? Zählt das als Objekt? Ach, keine Ahnung. Nein, das zählt nicht als Objekt. Egal, probieren wir es aus. Nee. Told you. Ich weiß. So, Konter. Also kriegen wir einen Buttfuck. Gut kombiniert, Dr. Watson. Ich dachte, jetzt kommt sowas wie scharfer Kantpanzauge. Das wurde noch schlimmer.
Schnauze-Uhr. Die Folge ist vorbei. Oh, meine Damen und Herren. Noch ein Buttfuck. Das heißt, wir kriegen 3. Schön. Sehr schön. Meine Damen und Herren, die Folge ist vorbei. Normalerweise schon, aber ich möchte noch einkaufen gehen. Ach so. Das heißt, er kümmert sich nicht immer um sein Zeitlimit, das ist ihm scheißegal geworden. Da 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 da. Denn das ist bloß für mich ungefähr eine ungefähre Richtlinie, wann 20 Minuten vorbei sind. Ja, ja. Ausreden, nix als Aussehen. Ja, ja, nix drauf außer Zambelag, ich weiß. Mhm. Ha, scheiße. Klappt immer noch nicht, ich weiß. Nachts beim Verkehr, da schreit sie so. Nein, Quatsch. Ha 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 ha. Ich lache ja so gern. Ha 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 ha. Sehr schön. Mein Sarkasmus war überhaupt nicht rauszuhören. Überhaupt nicht. Nee. Das ist ein Objekt. Ja, jetzt habe ich aber das Teil nicht auf der Klaue. Tja, verkackt. Oder auch nicht. So, wir bekommen Bubbler C und ein Buttfuck. Ich dachte schon Bubblefuck. Bubblebug. Nein, ein Buttfuck. Oder ein Bugbumble. Ein Bugbido. Bumblebee. Nicht Bumblebee, Bugbumble. Kennst du wieder nicht, wahr? Believe me, be Bumblebee. Jetzt redet der Käse. Sternzeit 587 nach Viertel vor 12. Also langsam glaube ich, du müsstest das mal wieder deine Pillen schlucken. Nö. 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 Hier ist es. So, Barrier. Barriere ja noch gemacht. Rollen eh getötet hätte. Oh, macht Spaß. Die Überlegenheit der Gegner auszukosten. Für Show-Effekte. Genau. Ich möchte Geld haben. Du kriegst kein Geld. Okay, ich werde nochmal auf der Karte gucken, wo genau der sich befindet. Und ich glaube, hier war auch irgendwo noch ein Gegner. Aber das werden wir ja dann im nächsten Part sehen. Ne? Yay. Schaltet wieder ein, wenn es heißt, ein Klinken Megaman Power hoch.